kein Herz, kein Hirn, keine Eier. Und auch der Kopf und der Arsch sind untereinander austauschbar. Aber letztes Jahr waren sie auch in Griechenland auf Urlaub und fahren also an Storni. Hört ihr jetzt eine musikalische Urlaubserinnerung? So, wir sind die Griechen. Opa! Im Lande der Hellenen, wo's keine Jodler kennen, da wohnt der Hans, der Franz, der Fritz und die. Und wer mag das so schwitzen? Eine tolle Show, jetzt hätte man wirklich geglaubt, der Ross Anthony steht oben. Ja, danke, es war eine super Stimmung heute. Der Rudi hat das Ganze organisiert und ich war schon zweimal da in Gerersdorf, aber schon länger her, einmal heuer auch, aber vorher schon längere Zeit und das war einfach schön. Super. Wie kommt man dazu, dass man Stimmen imitiert? Ja, ich war als Bub schon, wie klein war, habe ich eigentlich schon so Leute spotten, nachspotten können, ob Lehrer oder so, verschiedene Stimmen, und das fällt mir relativ leicht. Da habe ich eine Gabe. Ist das noch dieselbe Straße, die ich schon seit vielen Jahren gehe? Ist das noch dieselbe Straße, die ich in der Sterne glitzern sehe? Bist du wirklich meine Freunde? Ist es wirklich keine Fantasie? Mir erscheint die ganze Welt, und ich entdecke dich wieder mit dir. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Naja, jemanden die Stimme nachzumachen ist ja schon klar, aber singen ist dann schon immer eine Spur schlimmer. Ja, das Singen, das liegt mir eigentlich wahrscheinlich auch in der Wiege, weil meine Mutti war musikalisch, mein Großpapa auch. Und das Singen ist immer schon gegangen und natürlich das Parolieren auch. Ja, und da kommt dann der Kärntner auch ein bisschen gut? Ja, natürlich. Ja, vielleicht auch, ja. Freilich, ja. Aber Kärntner, der nicht singt, das ist kein Kärntner, nicht? Das sagt man so, ja, genau. Ja. Wie gefällt das da in Gerersdorf? Sehr schön ist da. Immer sehr, sehr nett aufgenommen, also bei den Veranstaltern oder wie auch immer, ganz lieb ist da. Wie warst du denn zufrieden? Ja, mit der Veranstaltung selber war ich sehr zufrieden. Ich meine, ich bin Herrn Lager wirklich das erste Mal nur ganz kurz gesehen gehabt, bei zwei ganz kurze Auftritte da bei einer Faschingsgilde, wo es sind. Und da haben wir uns gedacht, wir schauen, dass wir noch buchen können für einen kompletten Abend, muss ich ehrlich sagen, bin begeistert. Mhm. Ich bin wunderbar runtergerannt. Ein Spitzentyp, muss ich sagen, also da gibt es überhaupt nichts. Der Abend fülles Programm, ne? Also, da gehört schon ein bisschen eine Vorbereitung dazu, oder? Ja, natürlich, ja. Also ich bin, wenn es geht, dann natürlich auch aktuell, und ich höre mir halt viele Sachen im Internet an, schaue mir, wie die Interpreten sich so halt bewegen, auch, oder die ganze, wie gesagt, das ist halt einfach viel Arbeit, aber das Parodieren selber, das fällt mir eigentlich leicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da ewig lang dabei bin, dass ich jetzt die Stimme nachahmen kann, sondern das geht mir leicht von der Hand. Also eher mehr die Bewegung, die es dann abschauen muss. Ja, die Texte, die ich mache, natürlich mache ich auch selber ein bisschen umtexten und so. Wie lange braucht denn das, bis du sagen kannst, das ist jetzt Bühnenreif? Ja, oft ist es kurz, oft geht es ganz, ganz schnell. Also da habe ich oft einmal in einem Tag ein Lied benannt, dann geht es vielleicht ein bisschen ums Einstudieren und wie gesagt, wie man sich halt dazu bewegt. Aber oft einmal wird ein Lied in einem Tag getextet, gell, und ja. Wollen wir jetzt für die Oberlisse Werbung machen, wo ich mir natürlich wissen, wie geht es bei dir weiter, wo kann man die nochmal sehen? Ja, ich bin jetzt ein bisschen in Kärnten unterwegs in nächster Zeit und dann ja eher mal mit der Faschingsgilde heraus und da im Jänner in Gerersdorf da. In Kärnten bin ich jetzt im November ein paar Mal unterwegs, ja. Einen schönen Grüß an Kärnten und wie sagt man so schön, laufen lassen? Ja, laufen lassen, ja, danke, danke. 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 Ja, und was tut sich in der Oberlisse als nächstes? Als nächstes haben wir jetzt da einen Adventmarkt, wieder am Parkplatz drüben. Zwei Tage wieder? Zwei Tage, 24, 25. Dann haben wir einen Kinder-Nikolaus, glaube ich, am 3. Dezember. Und am 14. oder 15. Dezember haben wir dann in Dennis Chill mit den Riding Dukes.
Also nein, man würde sagen, da ist nichts los. Ja, man sieht es aber irgendwo, dass die Geras davon nicht wirklich annehmen. Wir bemühen sie zwar, aber wie gesagt, das wird ja nicht so angenommen, wie es angenommen werden sollte. Schauen wir mal. Nein, wir hoffen. Wir sind immer noch guter Hoffnung. Guter Hoffnung. Okay. Ja, so ist es. Dann schönen Abend noch und herzlichen Dank. Danke. Jetzt sehe ich einen großen Chef der Faschingsgilde. Ja, Faschingsgilde, Schlagwort, Fasching ist bald. Nein, hat eigentlich am 11.11. fangen sollen. Genau. Nächste Woche geht's los. Faschingswecken. Fasching, aber es ist noch nicht der Beginn des Faschings, es wird nur danach geweckt. Wir beginnen mit dem Fasching am 7. Jänner. Alles klar. Faschingswecken ist, wo ist das, macht sie da auch mit? Beim Faschingswecken an und für sich, das ist eine kleine Veranstaltung. Wir machen schon mit bei der Bezirkshauptmannschaft, beziehungsweise beim Schlingermarkt ist? Oder? Nein, nicht am Schlingermarkt, sondern in Gerasdorf im Rathaus. Achso, ja, da ist ja dann wird der Schlüssel auch übergeben. Richtig, genau das ist es eigentlich. Ja, da müssen wir dabei sein, wenn der Bürgermeister den Schlüssel hergibt. Noch dazu jetzt, wo er eigentlich in die wohlverdiente Pension geht. Und er ist meiner Meinung nach auch ein Faschingsnarr unter Anführungszeichen gewesen. Wir trauern etwas um ihn, wenn ich ihn so sagen kann. Das heißt, am 7. Fängt die Saison an. Und ich habe was ganz was Schönes mitzuteilen. Wir werden heuer das erste Mal in Gerasdorf mit der nicht nur die Generalprobe, sondern auch die Premiere abhalten. Das heißt, das Faschingsprogramm 2024 wird erstmals die erste Vorstellung hier in Gerasdorf vonstatten gehen. Das ist eine doppelte Premiere. Das ist eine doppelte. Und das noch was Schöneres ist, wir haben heute in Heinz Lagler hier gesehen, er wird ein fix Bestandteil unseres Programmes sein. Super, der ist ein Wahnsinn, gell? Er ist eine Bereicherung und ich freue mich immer wieder, wenn er von Kärnten nach Wien den Weg findet und dann muss man zugreifen auf ihn, weil er ist ein sehr gefragter Mensch. Und wenn er Premiere schon am 13. ist, dann muss man unbedingt kommen. Muss man eigentlich wirklich kommen. Wo kann man denn sie reservieren? Oder? Die Karten gibt es nach wie vor im Haus der Begegnung, wenn ich es so bezeichnen darf, hier in Oberlisse. Die Herrschaften, die derzeit noch das Sagen haben, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, werden uns auch an diesem Tag betreuen und ich sehe mit großer Freude und mit großem Interesse diesem Event entgegen. Wunderbar, wir müssen auch unbedingt kommen. Ich hoffe, dass wir auch TV21 begrüßen können. Ich kann garantieren, dass wir sie liebevoll auch betreuen werden. Wunderbar, und wie geht der Faschingsruf? Fafa, haha. Perfekt, fafa, haha. Fafa, haha. Super. Thank you.